Sportgeräte im eigenen Zuhause. Darum geht es heute im aktuellen Raumtalk. Wir schauen uns an, wo wir sie am besten haben und natürlich, wie sie so nicht zum Kleiderständer werden, sondern wirklich aktiv genutzt werden. Willkommen zu Marias Raumtalk, deinem TV für dich und deine Räume. Mein Name ist Maria Husch, ich bin die Raumexpertin und zeige dir hier jede Woche, wie du mit ganz einfachen Maßnahmen deine Räume so richtig glücklich und erfolgreich gestaltest und so deinen Zielen und Träumen einen Riesenschritt näher kommst. So oft werde ich gefragt, Maria, wo sollen wir den Hometrainer hin? Irgendwie steht der herum, dann wollen wir ihn vielleicht entrümpeln, aber nein, ich möchte ja eigentlich den wieder nutzen. Was gibt es für Tipps und Tricks, damit der nicht zum Kleiderständer wird? Was kann ich da tun? Brauche ich einen anderen? Muss der woanders sein? Spannende Frage, und wir wissen natürlich alle, das hat nichts mit dem Gerät zu tun. Auch nicht wirklich mit dem Ort, wo er steht, sondern eher mit unseren Gewohnheiten. Das Problem ist ja nicht das Gerät, die Anzahl der Geräte, sondern nützen wir sie oder nicht. Trotzdem gibt es jede Menge Tipps, um sie da auch wirklich aktiv zu nutzen und so richtig Freude dabei zu haben. Die schauen wir uns heute an. Ja, vielleicht träumen wir auch von diesem Fitnesscenter im eigenen Zuhause, diesen eigenen Raum, und den gibt es dann nicht. Und irgendwann ist dann der Hometrainer oder was auch immer es ist, sehr zentral, weil jetzt legen wir ja so richtig los. Und dann kommen Gäste oder was auch immer und dann kommt er in eine Ecke und dann nützen wir ihn weniger und weniger und weniger. Und dann wird er zum Kleiderständer. Was auch immer es ist, natürlich gilt das auch für die kleinen Geräte und Handeln und all diese Dinge, Yogamatte und Co. Wenn wir den Dingen Aufmerksamkeit geben, dann nützen wir sie. Menschen, die so richtig sportlich aktiv sind, die als Gewohnheit haben, sportlich zu sein, ohne Probleme, die nützen ihre Dinge im Zuhause. Auch wenn da kurz mal das ein Kleiderständer ist, wird das heruntergegeben und wirklich genutzt. Ist ja eigentlich kein Problem. Das Problem entsteht dann, wenn die Dinge in unseren Räumen stehen, präsent sind und immer rufen: Eigentlich wolltest du mich ja nützen. Wenn uns die immer wieder sagen: Du wolltest doch, du wolltest doch. Der Staat ist hier nicht dabei, dir an den richtigen Ort zu stellen, sondern die Entscheidung zu treffen. Ich bin eine sportliche Person. Was kann ich dafür tun? Auch in meinen Räumen. Gebe ich den Dingen Aufmerksamkeit? Gebe ich dem Thema Aufmerksamkeit? Und ja, das beginnt bei den Bildern, die ich in meinen Räumen habe. Das beginnt vielleicht auch bei Räumen, die so irgendwie stagnieren, die uns Kraft kosten. Wenn wir nach Hause kommen und unser Zuhause gibt uns Energie, dann werden wir eher noch auf den Raum, auf den Hometrainer steigen, als wenn ich nach Hause komme und mir denke: Oh Gott, die Unordnung, mein Zuhause, mir gefällt es gar nicht, ich will nur weg. Ich setze mich vor den Fernseher, lass mich berieseln, nur nicht dran denken. Je mehr Energie und Kraft unser Zuhause uns gibt, desto eher werden wir die nutzen. Je mehr wir uns selbst stärken, desto eher werden wir auch ehrlich zu uns selbst sein und sagen: Ja, ich mache das jetzt und ja, ich habe Freude dran und lege los. Raumgestaltung, zielorientierte Raumgestaltung, das Stärken unseres Zuhauses allgemein wirkt schon dafür. Je mehr Ordnung wir haben, je mehr Luft zum Atmen, je mehr Platz für neue Dinge, je mehr Zeit und das Gefühl, Zeit zu haben dafür, und dafür nehme ich mir jetzt gerne Zeit, desto eher werden wir das nützen. Das heißt, das erste Riesentipp ist:
loszulegen, sich zu stärken persönlich in den Räumen. Da kann all die Tipps dazu, gibt es auch Raumtalk zum Happy Place, Schlafzimmer stärken. Grundsätzlich, ich bin nicht der Freund von dem Home Trainer im Schlafzimmer. Da kommt es meistens dann am Ende hin, sehr, sehr oft. Erstens ist dort die Kleiderständergefahr sehr groß und zweitens, das ist eine Aktivität und im Schlafzimmer wollen wir zur Ruhe kommen. Oft geben wir ihn dorthin, weil es da niemand sieht. Aber es ist unser wichtigster Raum. Ja, wir können den zwischenparken. Mein Tipp ist, das eher in aktiven Räumen zu haben. Und das kann auch der Balkon sein und das kann auch im Wohnzimmer sein. Warum nicht? Und ja, zu Weihnachten werde ich ihn dann kurz woanders hinstellen. Das kann auch irgendwo im Flur sein und so weiter. Wichtig ist, dass die Umgebung dort auch schön gestaltet ist. Was ist, wenn ich nur diesen einen Quadratmeter zu meinem Traum-Fitnessraum mache? Wenn ich dort inspiriert bin, wenn ich dort gerne hinkomme, wenn ich Freude habe, wenn mich der anlächelt und sagt, wow, komm vorbei, dann werde ich das eher nützen. Natürlich kommt es auch darauf an, dass mir das Gerät selbst Freude macht. Wie sieht's aus? Mein neuer Home-Trainer, den habe ich auch ausgesucht, dass sie mir einfach gefällt und ich mir denke, wow. Klar, die Funktion ist entscheidend und das, was ich an Zielen habe, aber das ist nicht so wichtig, wenn ich es nicht nütze. Wie flexibel ist dieses Ding? Kann ich mir das wirklich präsent hinstellen? Und ich glaube, das Thema, ein eigenes Fitnesscenter zu haben, ist manchmal schwieriger, als das im Wohnzimmer diesen Hometrainer zu haben. Ich habe zum Beispiel so ein Mini-Trampolin und in Phasen, wo viel, viel los ist, wo vielleicht auch schlechtes Wetter ist und ich sehr wenig draußen unterwegs bin, ich stelle mir das mitten in den Wohnraum, um auch mal 10 Minuten in einer Pause zu springen oder sogar ins Büro, um mal kurz zwischendurch das zu nutzen. Auch mein Hula-Reifen, der steht immer wieder da und das hole ich mir bewusst. Und dann ist einmal das da und einmal das da. Und klar, wenn ich dann Besuch oder eine Party habe, räume ich das weg. Aber ich habe die wirklich sichtbar an Orten, wo ich mich groß fühle, wo Ordnung ist, wo ich aktiv bin, wo ich vielleicht nebenbei meine Lautsprecher habe und einen inspirierenden Podcast hören kann, was auch immer. Wie können wir zusätzlich die Gewohnheiten stärken, um wirklich dran zu bleiben? Habe ich die sichtbar, meine Kalender? Habe ich auch die Dinge, die ich sonst brauche, sichtbar, wie die Kleidung, die ich dazu brauche? Vielleicht sogar irgendwo was zum Abhaken, zur Motivation. Oder es gibt irgendwo ein Ziel in Verbindung, das ich mir in den Raum bringen kann. Ja, ich trainiere, weil ich den Marathon laufen will und bringe mir Bilder davon in die Räume. Ich sehe mich schon dort, New York City Marathon, und ich hänge mir die Bilder auf von dort. Und die letzte Gewohnheit, die wir natürlich anschauen können, ist die Kleidung dort ablegen. Dazu gibt es auch einen eigenen Raumtalk, hol dir den gerne. Der ist verlinkt auch in den Shownotes zu diesem Raumtalk. Die Gewohnheit, Kleider herumliegen zu haben, wo sich die Sessel und wo sich die Türmen, wie kann ich die ändern? Indem ich Dinge bewusst auch heraus habe, wenn ich sie 2-3 Mal nütze, aber dann doch wieder in den Schrank gebe. Was kann ich da tun, um in den Flow zu kommen? Das sind die Gewohnheiten, die ich verändern kann, um den Sport ins eigene Zuhause zu bringen und die Sportgeräte mit Freude auch als wie Mitbewohner zu sehen, die mir Freude machen und mich unterstützen. Ich freue mich riesig, wenn du mir berichtest, welche Sportgeräte hast du, wie nützt du die und wo sind die in deinem Zuhause, was sind deine Tricks, um sie wirklich zu nützen. Komm in meine Facebook-Gruppe Glückliches Zuhause. Und erzähl mir davon, ich freue mich riesig, von dir zu hören. Und wir sehen und hören uns wieder in der nächsten Woche. Da heißt es wieder, verändere deine Räume, verändere dein Leben, verändere die Welt. Musik.